So Leute, heute schauen wir uns den McLaren F1 an, das DLC-Auto, was wir für 5 Euro bekommen können. Ob die 5 Euro gerechtfertigt sind, das sei mal dahingestellt, aber ich habe für euch den Wagen getestet und geguckt, wie gut er ist. Übrigens werde ich morgen noch das Gratis-Auto, den DB11, für euch testen, also abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt, und jetzt geht's ab zum Setup. So, für den McLaren F1 nehmt ihr den Standard Engine Swap, den 6,1 Liter V12. Das ist ein neuer Motor, der jetzt mit dem Wagen hinzugekommen ist. Ich habe noch nicht alle Motoren getestet. Es gibt noch ein, zwei Motoren, die eventuell besser sein können, aber da tut sich jetzt nicht so viel. Ich werde es nochmal in den nächsten Tagen genauer testen und nochmal dann eventuell ein Video machen. Aber der Motor ist schon ziemlich gut, deswegen könnt ihr ihn erstmal drin lassen. Als nächstes nimmt ihr wieder das Streckenfahrwerk, die besten Bremsen, das Streckenreifen, die beste Kupplung, 6 Gänge und das Streckendifferential. Beim Live-Tuning müsst ihr diesmal wieder die Lenkungsempfindlichkeit auf Mittel, den Anpressdruck auf Hoch, Traktionskontrolle auf Aus und Driftziel. Ist egal, ob ihr Bremsen zu Drift oder Gas zu Drift nehmt, aber ich habe mich wieder für Bremsen zu Driften entschieden. Und dann habt ihr das Setup fertig und ich muss sagen, das ist echt ein richtig geiles Auto. Also optisch gefällt es mir richtig gut und der fährt sich echt so geil, also das habe ich selten erlebt, also der ist fast vom Handling so gut wie der RSR und Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit ist richtig gut, besonders die Beschleunigung macht hier den Unterschied. Ich habe auf der Strecke auch eine richtig gute Zeit, ich hatte eine 3.11, das ist auf Platz 2 meiner Liste mit dem Beetle, das ist quasi eine bessere Version vom Beetle. Kann man sich so ungefähr vorstellen, der Beetle lässt sich halt noch immer etwas schwer steuern, dafür lässt der sich hier wesentlich leichter steuern und ist daher jetzt Platz 2 auf der Liste. Er kommt nicht ganz an den RSR ran, ich werde das Ganze nochmal mit den anderen Motoren testen und der wird dann vielleicht noch ein bisschen näher an den RSR rankommen, vielleicht auch schlagen, aber das bezweifle ich ehrlich gesagt. Mit dem RSR hatte ich ja eine 3.9 gebraucht, also ungefähr 2 Sekunden Unterschied, ist der jetzt schwächer, also das ist auf jeden Fall ein Top-Wagen, könnte jetzt sagen Pay to Win, weil 5 Euro und fast der beste Wagen ist halt schon krass, aber der Porsche ist halt immer noch der beste Wagen. Mein insgesamtes Fazit ist, ja, 5 Euro ist der Wagen jetzt nicht unbedingt wert, besonders weil es noch andere Wagen gibt, die man halt so fahren kann. Wenn man ein Fan von diesem Wagen ist, kann man es kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall von der Leistung her, aber alles andere sind zwar ein paar nette Side-Stories dabei, müsst ihr was machen, damit der alles freischaltet, aber 5 Euro sind halt was übertrieben. Da hätten die noch 1-2 Autos zupacken können, dann wäre das gerechtfertigt, weil wenn man jetzt mal auf Origin oder wo ihr halt das Game kauft, kriegt ihr das halt für 40, 50 Euro teilweise und dann, wenn ihr das hochrechnet, macht das halt wenig Sinn, da so viel Geld für auszugeben, außer ihr seid halt große Fans oder ihr wollt es den Leuten das Geld sparen wie ich. Ich zeige euch das und dann könnt ihr selber entscheiden. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde gut, dass jetzt hoffentlich auch mehr Autos mal kommen. Wäre dieses Update, sag ich mal, im Dezember gekommen, dann wäre es richtig gut gewesen. Jetzt ist es halt ein bisschen 3 Monate zu spät und viele schreiben, das wäre ein scheiß Update. Ich finde jetzt nicht, dass es ein schlechtes Update ist, aber wenn man halt denkt, dass das Spiel schon so lange draußen ist, dann ist es vielleicht jetzt nicht das beste Update, aber wäre es halt schon im Dezember gekommen, wäre es ein richtig gutes Update gewesen, finde ich. Wenn es noch ein bisschen billiger gewesen wäre, wäre schon eine gute Sache gewesen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, falls ihr keine weiteren geilen Setups mehr verpassen wollt. Ich teste hier mal die neuesten Wagen und auch Wagen, die ihr vorschlagt. Schreibt gerne welche in die Kommentare. Ich habe jetzt schon eine große Liste, die ich noch abarbeiten musste. Kommen jetzt nacheinander, keine Sorge. Aber könnt ruhig noch weitere rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.